So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Together mit mir und Max. Hallo. Hallo. Und zwar, ja, Snap Elite 2, der Koop-Modus. Wir haben es jetzt Uncut, endlich natürlich hin. gesagt. Ja, Uncut, natürlich, Uncut. Und ja, wir haben jetzt eine Zeit lang gebraucht, ehe wir erstmal herausgefunden haben, wie wir das jetzt machen, weil wir ne, über verschiedenste Proxy-Wege da Wie wir hinkamen, Steam wo wir jetzt austricksen sind. können. Richtig. Und darum starten wir jetzt auch nicht im Menü, sondern müssen gleich hier starten, weil das ist ein langer Weg bis hierhin. So. Ja. Joa, wann kam das Spiel raus? Gestern? Eigentlich steht's da bei vielen, dass es am Ja, dritten drittes fünften released Konsolenfassung. worden ist, aber in Steam wurde es erst gestern released. Im Prinzip, sagen wir mal, das Datum von Steam ist ja erst gestern, weil. Genau, gestern. So. Und ja, wir hätten es auch schon gestern gezockt, aber da wusste man noch nicht, dass man es jetzt auch so angehen kann. Also, ne? Koop-Kampagne, wir fangen an, schöne Bergstraßen. Schwierigkeitsgrad. Kadett, leicht. Mittel, schwer. Steht da angepasst da? Steht angepasst da? Ja. Ja, mach mal angepasst. Mach mal angepasst, dann mach mal, glaube, dann liest er das mal einzeln durch. Ich glaube, das war das erste mit Ballistik, dann das musst du. Feind können, Elite. Nee, ich Ballistische habe, ich glaube, Organismus. Veteran genommen, glaube. Ich habe mal Veteran angeguckt und dann, das ist am besten, weiß ich nicht, da ist am realistischsten, das fand ich. Meisterschütze ist einfach. Ne, ich würde schon sagen, angepasst und alles auf voll. Komm. Ja, mal durchlesen. Naja, also, es gibt, ne? Anfänger, Veteran, Elite. Elite kämpfe gegen Feinde, die zusammenarbeiten und dich jagen Nee, werden. dann Veteran, Veteran. Ach, das ist doch langweilig. Ja, Kämpfe dich gegen jagen, Feinde. Alter, wisst ihr, wie krass das ist? Ja, wir sind noch zu zweit. Ja, mach mal erstmal Veteran, wir können sie weiter noch erstmal höher machen, Junge. Nee. Kann man nicht. Warte, ich lese das mal weiter, ne? Ballistischer Realismus. Schwerkraft und Wind werden die Kugel beeinflussen. Achte mehr auf Haltung und Herzschlag. Und davor ist begrenzt. Schwerkraft wird die Kugel beeinflussen, du wirst etwas weniger ruhig zielen. Oder einfach, ne. Also, okay, die Ballistik kann man ruhig schon auf realistisch stellen, ne? Dafür ist ja das Spiel auch ausgelegt. Wenn du willst. Wir können auch gar nichts reinmachen. Es ist Modern Nee, Warfare. gar nicht, sollte ich nicht reinmachen, aber es ist schon. Ich sag ja nur, es ist krass, sag ich jetzt mal. Okay, wir machen jetzt alles auf hoch und taktische Hilfe aus und gucken, Nein, was nein, bei nein, der ersten taktisch, Mission mach, an. nein, mach taktische Hilfe an, mindestens taktische Hilfe 2 an. Wenn, dann mach taktische Hilfe 2 an. Dass du da wenigstens den Schuss siehst, wo du hinziehen musst. Weil du siehst dann ein rotes Viereck, wo du der Schuss platziert. Mach das wenigstens an, wenn wir schon alles hoch machen. Nur sonst hätte ich jetzt gesagt, wir machen alles hoch und taktische Hilfe aus und gucken mal, wie es da ist. Nein, mach alles hoch und mach die taktische Hilfe auf 2 an. Nicht, dass alle künstliche Dinger sind, dass fast alle da Bedrohungsanzeige, sind. Eisbildmarkierung und Zielhilfe sind aktiviert. Ja, nicht alle künstliche. Ja, Zielhilfe, ja, das ist gut, ja. Gut. So, also geht's schon los. Wie es aussieht, kann man auch Gold bannen und irgendwelche Flaschen sammeln. Was ist mit den Flaschen gemeint? Muss man die abschießen oder was? Frag Also mich nicht, ich irgendwo. hab da, wo ich ganz kurz angezockt habe, den Prolog nur zum Einspielen, habe ich nichts gesehen von irgendwas. Komisch. Der Geheimdienst nannte mir mein nächstes Ziel. Ist ein bisschen Dr. leise Gunther jetzt, Leute, das Kreide, wird dann in den ein Fachmann nächsten der Folgen noch Raketenmotoren. höher Er reiste mit gemacht. einem gepanzerten Konvoi durch die Stadt. Wir glaubten, dass er Sehr leise. Dokumente bei sich trug, die mich zur V2-Produktionsstätte führen würde, wo die anderen drei Wissenschaftler warteten. Ich glaube, wir haben Ich den hatte Prolog einen Punkt vergessen. auf der Strecke Ach, gefunden, wo scheiße, ich noch den eine Falle Prolog. legen Ich habe und auf den Spiel Konvoi starten gemacht. stoppen konnte. Kackt war da jetzt mal drauf. Natürlich wurde das So, Gebiet Leute, diese verteidigt. Folge Ich wird jetzt hatte bei mir nichts und bei mir anderes hochgeladen. erwartet. Das ist die erste, Hallo, ja. um halt das anzukündigen, ne? Danach geht's immer abwechselnd. Also Hütte fängt dann mit der zweiten an, ich mache mit der dritten mal die vierte, die fünfte, ne? Also ich mache die ganzen ungeraden Folgen und er macht die geraden. Ja, so machen wir es dann. Jo, mach auch Sachen. Wir kommen dann auch noch später, dann auch natürlich dann auch noch ein paar Multiplayer, wie wir gegeneinander spielen. Haben wir gestern auch schon gemacht. Das wird richtig, eher oder weniger langweilig für euch sein, weil es dauert so lange. Du hast 40 Minuten, 2 Kills sind gefallen. Jo, warte, bevor du startest, ich lese jetzt nochmal kurz. Schöneberg, der Geheimdienst nannte mir ein nächstes Ziel. Dr. Gunter Kreider, ein Fachmann der Raketenmotoren. Er reiste mit einem gepanzerten Konvoi durch die Stadt. Wir glaubten, dass er Dokumente bei sich trug, die mich zur V2-Produktionsstätte führen würden. Die anderen drei Wissenschaftler warteten. Er hatte einen Punkt auf der Straße gefunden, ne, auf der Strecke gefunden, wo ich eine Falle legen und den Konvoi stoppen konnte. Natürlich wurde das Gebiet verteidigt.
Ich hätte nichts anderes erwartet. Bevor du anfängst, ich kenne die Story nicht, es ist glaube ich irgendwas mit... Ja, ich kann es sagen zum Teil, wegen dem Prolog. Prolog wird auch noch was Entscheidendes gesagt. Wir sind ein Alliierter, Namen weiß ich nicht mehr, die wir, wir müssen deutsche Wissenschaftler befreien wir, weil die USA... im Prinzip die Raketen, weil die USA weitergedacht hat und wollte die Raketenwissenschaftler von der V2 und im Prinzip die Atombombe entwickeln, kann man sagen. Und die Russen wollen eben die töten, die Wissenschaftler, und wir müssen die in indirekten Sinne retten. Und da sind auch noch ein paar Nazis dabei. Im Prinzip sind wir in der Hauptstory nur ein Typ, jetzt sind wir zwei Alliierte, im Prinzip zwei USA-Menschen da drin und töten Nazis. Ah, also Nazis abschlachten. Oho. Tod auf Start, oder? Oh, ja, kannst du machen. Die ganze Zeit steht da, what the fuck, des Partners, what the fuck. Ja. So, jetzt geht's okay, also das ist die Ingame-Grafik. Third Person, lass das mal erklären. Bevor wir rumlaufen. Die Grafik habe ich jetzt, glaube ich... Guck mal kurz, wo ich die Grafik... Gestern hat's bei mir komischerweise gelaggt, von daher habe ich die Grafik jetzt nur auf Mittel. Ich werde mal schauen, wie ich das irgendwie, ne, verändern kann. Dann stelle ich den natürlich auf Ultra. Ich habe auf hoch und 16. Ich weiß nicht, auf 1260. Ah, ich habe auf. Ach so, wenn ich pausiere, ist bei dir auch pausiert. Ja. Ah, hier, gefundene Flaschen, gesammelte Goldbahn. Okay, ich warte auf dich. Ich lasse das mal auf Mittel. Ich muss mal schauen, mein PC kackt schon wieder ab. Ich glaube, der ist zu voll. So, Third Person mit C hinstellen bzw. hinlegen. Ich töte den jetzt nicht mit dem Gewehr, Junge. Ja, warte doch. Ich will das mal erklären, vielleicht. So, für die es nicht kennen. Dann, wir haben drei Waffen, also eine Sniper, eine MP und eine Pistole. Dann noch Granaten, zum Beispiel haben wir jetzt einen Stein, Stolpermine, Landmine. Was willst du denn mit dem Typen machen? Und das andere Nahkraftangriff machen, weißt du? Nein, warte. Nimmst du auf? Soll ich mal mit Hast du das auch im Bild? Ja. Oh, da ist er kaputt. Man kann die Typen auch durchsuchen. Guck mal. MP4. Warte. Geil. Ja, drei Schuss. Guck mal. Nein, du hast jetzt meine Muni aufgehoben. Nein. Guck mal. Ich hab grad Frame Drops. Ja. Guck mal, ich hab einen Freund. Dein erster. Toll, und jetzt hab ich eine Waffe mit drei Schuss nur. So soll ich Mongo. Meine Muni aufgehoben. Was hab ich? Wir haben noch Steine. Warte mal. Guck mal. Toll. Los, Pikachu. Los, Pikachu. Entweder Donnerblitz! Ich hab keinen Stein mehr. Donnerblitz! Übernimmst du den einen und nicht den anderen da? Vorne? Boah, Alter, hab ich Frame Drops drinne? Okay, ich nehm den rechten. Den rechten, ich nehm ihn. So, rechten. Mit E haben wir noch Fokuszeit. Oh. Geht doch, Mann. Hast du das gesehen? Nee, ne? Nee, ich seh meinen Kills. Ja, richtig geil, oder? Ist richtig cool. Übrigens, das ist... Ich will nur sagen, wer sich das anguckt, bitte... Hör was? Das sind die Frame Drops. Aber warum? Ich sag jetzt nur mal, wer sich das Spiel anguckt, die Kommentare sollen bitte nicht ernst genommen werden, weil die X-Ray-Kamera, es könnte für einige anstößig sein. Ich finde sie zum Teil sehr gut gemacht. Ich finde es jetzt nicht toll, was man da sieht, aber es ist sehr gut gemacht. Die X-Ray-Kamera, deswegen finde ich es auch gut, dass wir die Uncut-Version Anführungsstrichen haben. Wer es sich nicht angucken will, soll es nicht angucken oder auch keine sinnlosen Kommentare drunter schreiben, weil es ist nicht für jeden gedacht. Aber es ist eine, sag ich mal, gute Spiel. Man sollte es nicht ernst nehmen, es ist alles nur Satire. Ja, nicht, dass wir auch und irgendwelche Kommentare sagen, wie zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, wenn jetzt Flo die X-Ray-Kamera sieht und das durchtrennt, sag ich mal, zum Beispiel das Becken, sagt, oh, guck dir das an, das sieht ja geil aus, wie das animiert ist oder sowas. So, jetzt nicht sagen, dass wir uns freuen, dass wir Menschen töten hier, aber trotzdem. Okay. Das war natürlich eine Hütteansprache. Mit Q kann man sich, hier Deckung nehmen. Hui. Was müssen wir eigentlich machen, bitte? Haben wir irgendwo Missionsbeschreibung? Ah ja, infiltriere den Sicherheitscontrol-Post. Oh, da schießt irgendjemand auf mich. Oh. Gut. Hallo, Mann. Ach, wir haben auch noch, Flanker. Und ich kann markieren und du ausschalten, bitte, weißt du das auch schon? Ja. Mit linker,
wenn du über einen Gegner mit linker Maustaste dann drüber bist, ist der da markiert mit. Aua! Hier ist irgendwo ein Sniper. Ey, ich sehe ihn gerade nicht. Ich links oben irgendwo. Warte, ich guck mal, ob ich ihn. Da, da hast du ihn gesehen. Seht ihr ihn nicht? Hä? Da oben. Ich. Ach da, warte, ich markieren. Da, siehst du? Da. Ja. Und? Ah, da bin ich. Jo. Oh, ich meine nicht, ich fick ihn. Ach nee, wir haben ja gerade geklärt, was wir meinen. Und was wir sagen. Was müssen wir machen? Ja, wir müssen. Siehst du den gelben Punkt da an der Seite? Ja, das ist 7 Missionsdinge. Ja, ja, ja. Alter, schleich, Mann! Ey, guck mal, hier ist eine Gruppe. Was da klingt die Mörder? Mal gucken. Ah, lass mich! Guck mal, was hier hinten. Okay, wir gehen jetzt nicht hoch, wir müssen was hoch. Was ist das denn für eine Pistole? Bellrod? Ja, die Bellrod. Da musst du wirklich, meine Meinung, du musst wirklich auf den Kopf ziehen, sonst nützt sie dir nichts. Hä, die sieht ja komisch aus. Ja, ja, ist aber eine schallgedämpfte Waffe. Die zusammengebastelt aus dem Rohr oder so. Geh weg! Ich möchte jetzt nach vorne. Warte. Oh, da ist wer. Ja, ist ja, ja, den kannst du aber leicht so umkillen. Willst du den diesmal machen oder nicht? Ach so, ja, das hast du mit. Junge, ey, das erschreckt mich hier. Ach, das ist übel schallgedämpfte, okay. I'm a ninja. So. Max, I'm a ninja. Can't see me. Oh, Waffe, 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 gib sie mir. Okay. So, markier mal. Ja, wir markieren. Willst du den jetzt diesmal ausschalten? Wir müssen Flaschen und Gold finden, ne? Ja, willst du den diesmal da ausschalten, wenn ich markiert habe, oder nicht? Jo. H-Umgebung markieren? Und? Oh, was war denn? Ich mache jetzt mal ohne diese Zielhilfe, das ist witziger. Ich mache mit Zielhilfe, weil ich das besser finde, eindeutig. Volle Munition. Wir müssen noch 5 Minuten oder so, danach müssen wir mal, ne? Weil nee, komm mit. Da ist der Part rum. Hast du schon all weg? Warte auf anderen Spieler. Ah, ich muss, ja, ich muss auf dich warten, ja. Brauche ich mal Muni oder so. Warte, ja, lass mal umschauen. Hier gibt's doch was zum Einsammeln. Da gucke ich mich immer, ich gucke mich in jedem Spiel eigentlich immer überall um. Ja, mach das mal. Was gibt's? Wackel mit deinem Arm. Wo müssen wir hin? Ah, ich renne einfach. Oh fuck. Machen ruhig, kein Abknallen bis jetzt. Ja, was geht da? Party gleich, ja. Ey, ich will. Da, ey, lass. Wenn zwei ineinander stehen, ne? Dann möchte ich mal. Das sind 6 Leute ungefähr. Ein ja, Sniper, glaube. Wenn zwei hintereinander stehen. Der Sniper, nicht dass er sieht. Wenn zwei hintereinander stehen, möchte ich mal abdrücken. Ich warte gerade nur auf den perfekten Moment. Ja, nicht die abknallen. Ich kill. Willst du den Sniper da killen oder nicht? Bitte du ihn dann. Warte. Ich möchte einen Doppel kurz machen. Ich will gucken, ob die Kugel auch durch. Alter, die kommen alle zu uns, das weißt du. Ach, wait! Wie, das war nur... Doch, doppelt! Ja, danke! Jetzt schießt der Sniper auf mich! Heul doch nicht! Aber die Kugel fliegt, da drauf steht Chaotic Fly. Und... BAM! Man sollte halt nicht rauchen, das geht zu schlimm. Ey! Scheiße, ich muss weg! Stopp sonst! Wow! Das war aber doch nicht. Nee, nur nicht, mein Bildschirm ist schon schwarz! Das geht! So! Nicht so rassistisch heute. Bam! Ey! Achso! Wegen der tödlicher Treffer 1160 Punkte. Da ist keiner mehr. Oh, wie viel da kommen? Mehr! Ey, ich treff die nicht. Ich hab nichts getan. Ah, ich muss nachladen. Okay, wir sind gerade nicht die besten Sniper. Ja, naja, das wird noch. Ey. Und bewegen. Ja. Gut. Oh, nice. Der lag am Boden und ich habe ihn trotzdem noch abgeschossen. Das war nicht gut. Das war nicht nett. Wo bist du? Ich geh mal vor, ein Stück. Ja, warte, lass mich erstmal mit dem Fernrohr gucken, warte mal. Ja, mach. Ich geh nur ein Stück vor. Ich sehe so weit wie jetzt erstmal keinen. Was nee, ist das da? Nee, gut, das ist ein großes Ding, ja. Theoretisch könnten wir eigentlich los. Warte, ich. Ja, oh Alter! Wo denn? Hier links oben im Stock. Bäm! Hast du?
Joa, voll vor den Helm geklatscht. Okay, man hat's irgendwie gehört. Rechts oben habe ich ihn gesehen, rechts oben im Haus. Ich glaube, das wäre. Oder auch, es war nur Feuer, ich weiß nicht. Stein! Was für ein scheiß Steinwitz, ey. Ich komm gar nicht auf den klar. Oh, nachladen, geil, ich habe 5 Schuss. Ah, ich geh jetzt mit so einem leichten Durchsuch erstmal. Ja, warte, lass mich mal, ich brauche meine MP. Sammel mal nicht auf. Ja, ich sammle nicht auf, ich sammle die Emotionen auf, nicht. Leichen durchsuchen. Oh ne. Er ist auch ein Freund. Hat er nichts gesagt. Okay, wo müssen wir denn hin? Max? Oder nein, warte. Wir müssen die Straße lang. Nein, ja, nicht komm, hier nicht. Wir machen jetzt erstmal hier Schluss. Okay. Ja, bedanken uns fürs Zuschauen. Der nächste Part, der wird jetzt auf Max seinen Kanal folgen, ist unten verlinkt. Ja. Wollte ich mal sagen. Tschüss.